Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte heute mit euch drei Food Trends testen, die in letzter Zeit so ein bisschen auf Instagram, TikTok und so weiter unterwegs waren, beziehungsweise die einige ausprobiert haben, die ich gesehen habe und die möchte ich jetzt einfach mal testen. Heute starten wir mit einer anderen Art vom Sushi, und zwar einer Art Sushi-Wrap. Vielleicht seht ihr es schon im Hintergrund, ich habe ein bisschen was aufgebaut und ich würde sagen, damit legen wir jetzt einfach mal los. Viel Spaß beim Video, Daumen nach oben nicht vergessen, vielen Dank. Hier seht ihr jetzt einmal die Zutaten, und zwar werde ich genau diese Nori-Blätter verwenden. Die hatten wir noch, dann Risotto-Reis, alternativ natürlich Sushi-Reis oder auch Milchreis kann man gut verwenden. Dann natürlich Reisessig, wer hätte es gedacht. Sojasauce, ich werde den Wrap mit Möhre und Gurke belegen. Man könnte auch noch ein Lachsfilet oder so nehmen, also so ein Räucherlachsstück, und Avocado kommt bei mir noch drauf. Und ich werde das jetzt mal alles vorbereiten. Genau. Ich habe jetzt hier gerade mal zwei von diesen Wraps fertig gemacht und habe auch schon probiert, wie man unschwer erkennen kann. Ich finde es ganz lecker, weil es halt schmeckt wie Sushi, aber ehrlich gesagt auch super unnötig, wenn man es überhaupt nicht gut essen kann. Also man könnte das jetzt nicht vorbereiten und mit zur Arbeit nehmen. Dementsprechend finde ich es super unhandlich und ich glaube, ich würde dann lieber Sushi machen und mir die Zeit nehmen, das Ganze zu rollen. Und genau, dementsprechend würde ich jetzt ja 5 von 10 Punkten geben. Genau. Neuer Tag, neues Food-Trend-Rezept. Heute probieren wir die berühmt-berüchtigte Spaghetti im Ofen mit Schafskäse, also diese Feta-Nudeln oder wie auch immer man sie nennen mag. Was brauchen wir dafür? Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Spaghetti, Tomaten, Feta, wer hätte es gedacht? Olivenöl, Gewürze, Wasser und Basilikum. Das klingt doch super einfach. Ich habe auch da schon mal alles aufgebaut im Hintergrund. Und drehe jetzt die Kamera und dann bereiten wir das mal zusammen zu. Ich bin mega gespannt, wie es schmecken wird. Sieht so unfassbar lecker aus und es riecht so gut. Ich freue mich jetzt richtig drauf. Ich werde es jetzt vermengen und dann werden wir es uns schmecken lassen und dann berichte ich euch, wie es geschmeckt hat. Wie man, glaube ich, unschwer erkennen kann, wir haben die ganze Schüssel aufgegessen. Es war unfassbar lecker. Also von mir gibt es für das Gericht eine glatte 10 von 10 Punkten. Ich finde es richtig gut. Man kann es super einfach machen. Es geht so fix im Ofen. Man hat nur ein Geschirrstück und dann halt die Teller, die man verwendet, aber wirklich mega. Genau, also ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Es ist richtig, richtig gut. Man könnte es auch noch mit einer Variation mit Spinat machen. Das werde ich auch definitiv mal ausprobieren. Und ja, weiter geht's. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu Food Trend Nummer 3, und zwar diese süßen Bowls. Ich glaube, wir haben sie alle schon irgendwo gesehen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr die Bowls schon ausprobiert habt und wenn ja, welche Bowl ihr ausprobiert habt. Ich bin total der Fan von Snickers und dementsprechend möchte ich gerne die Snickers Bowl ausprobieren. Und dafür habe ich auch eingekauft
und werde euch dann jetzt mal berichten, wie es so schmeckt. Bei mir kommt die aber gleich noch ein bisschen in den Kühlschrank, weil ich oben so eine Schokoschicht drauf machen möchte, die dann genau hart wird. Ach, ich bin so gespannt, ich freue mich richtig drauf. Das sind einmal die Zutaten, die wir brauchen. Und zwar war es mir ganz wichtig bei dem Rezept, was ich mir ausgesucht habe, dass man nicht irgendwie noch Proteinpulver, irgendwelche komischen Geschmacksverstärker oder so braucht. Deswegen wäre das ja vielleicht auch was für euch. Ich habe hier einmal Magerquark, dann diesen Karamell-High-Protein, den Schoko-High-Protein, ein paar Schokodrops. Da kann man aber auch jede andere Schokolade nehmen, die man schmelzen kann. Und geröstet und gesalzene Erdnüsse. Dann habe ich zwei Schüsseln. Und ich würde sagen, legen wir jetzt mal direkt los, ne? Just sitting here, I got time, it's clear to see. Ich habe die Snickers Bowls jetzt mal zubereitet. Ging mega einfach und echt super schnell. Ich werde es jetzt in den Kühlschrank stellen und dann sehen wir uns hier in ein, zwei Stunden nochmal wieder, wenn ich dann probiere. So, ich probiere jetzt mal schnell die Snickers Bowl mit euch. Und okay, das sieht schon mal gut aus, wie die Schokolade hier nach oben kommt. Tendenziell würde ich fast sagen, es ist mir ein bisschen zu flüssig, aber nicht, dass ich jetzt hier noch tropfe. Schmeckt ganz gut. Was mir ein bisschen fehlt, ist so eine Bodenschicht. Also, wenn man da jetzt noch irgendwie so einen Kuchenboden oder so drunter macht, irgendwie, ich glaube, dann ist es noch einen Tacken leckerer. Ich probiere nochmal. Ja. Aber an sich auch eigentlich eine ziemlich gute Sache. Die Snickers Bowl bekommt von mir 8 von 10 Punkten. Genau. Kann man gut essen, aber vielleicht probiere ich nochmal eine Variante, wo ich dann unten irgendwie so eine kleine Kuchenschicht noch drunter mache. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns hier nächsten Sonntag nochmal wieder. Tschüss!